dass so viele von Ihnen zum Teil eine sehr weite Anreise auf sich genommen haben, um den Aschermittwoch hier an seiner Geburtsstätte erleben zu können. Wir sind stolz darauf, dass die SPD an diesem traditionellen Ort festhält, da es eben gerade hier in Vilshofen war, wo 1919 nach dem Ersten Weltkrieg vom Bayerischen Bauernbund der erste politische Aschermittwoch veranstaltet wurde. In der Weimarer Republik fanden unregelmäßig Veranstaltungen des Bauernverbandes statt, mit teils hoher Besetzung aus Reichs- und Landtag. Leider wurde auch diese Veranstaltung relativ bald von der nationalsozialistischen Propaganda entdeckt und missbraucht. Es darf nicht sein, dass sich dieses braune Pack auf die Redefreiheit berufen kann, die von Demokraten erkämpft wurde und die jetzt für ihre undemokratischen Inhalte verwendet wird. In Kürze ist es soweit, dass die Hauptakteure des heutigen Tages Florian Bronold, Christian Hude, Sigmar Gabriel. Schuldenbremse verankern. Ich würde dem Horst Seehofer
bevor er seine basisdemokratischen Anwandlungen in die Tat umsetzt, erst einmal empfehlen, die bayerische Verfassung zu schauen. In der bayerischen Verfassung, lieber Matthias Lehner, da steht der Mindestlohn. Und das hat die CSU nicht gehindert, im Deutschen Bundestag bei jeder Gelegenheit gegen gute Arbeit, gegen Mindestlöhne zu stimmen. Die haben die bayerische Verfassung integriert im bayerischen Landtag gegen den Deutschen Bundestag. Dass in Niederbayern oder in Schwaben oder in Oberfranken jeder Maulwurfflügel von einem CSU-Staatssekretär eingeweiht wird. Es muss einmal Geld und vor allem Ideen in den ländlichen Raum. Und daran mangelt es zurzeit. Das kann ich als Bundespräsidentin machen, das darf ich aber auch als bayerische Ministerpräsidentin machen. Also, das ist ja ein Aschermittwoch, wie ihn die SPD schon lange nicht erlebt hat, glaube ich. Eines, lieber Florian, wird, glaube ich, heute klar, hier in Vilshofen, bei der SPD, bei dir und bei Christian Ude, da trifft sich, liebe Freundinnen und Freunde, die Bayernpartei von morgen und in Passau, wo die CSU ist, da ist die Bayernpartei von gestern. Das erleben wir am Aschermittwoch in diesem Jahr, liebe Freundinnen und Freunde. Ich finde, die haben sich doch den richtigen Redner ausgesucht. Also, dass der Seehofer wegen der schweren Bürde seines Amtes jetzt die Aschermittwochrede nicht hält, das glaubt doch kein Mensch. Der scheut die Auseinandersetzung mit Christian Ude am Aschermittwoch. Das ist der einzige Grund, warum der heute nicht redet. Aber für die Bayernpartei von gestern haben die sich den richtigen Redner ausgesucht. Mit Edmund Stoiber, liebe Genossen und Genossen, besser könnte man das nicht ausdrücken, wo die, auf welchem Platz wir heute gelandet sind. Mal mit Edi Stoiber, dem Oberbürokraten in Deutschland, den haben wir nach Brüssel geschickt, um Bürokratieabbau zu machen. Einen größeren Bock kann man nicht zum Gärtner machen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich sage euch, eines kann man ahnen, seine Rede in Passau wird mehr Lacher hervorrufen als die von mir, von Florian oder von Christian. Allerdings ungewollte, liebe Genossinnen und Genossen, ungewollte, Edmund Stoiber, der Vertreter des Bayern von gestern, und Christian Ude, der Vertreter des Bayern von morgen, das ist die richtige Aufstellung für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Dieses Motto, jeder ist sich selbst der Nächste, oder der Spruch von Guido Westerwelle, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht, das ist ja sein Lebensmotto gewesen, finde übrigens, am Ende ist er ja Opfer dieses Mottos geworden. Da haben auch ein paar andere an sich selber gedacht, würde ich gerne erleben. Das ist auch eine Form von gerechtem Täter-Opfer-Ausgleich, was denn da passiert ist. Aber die Politik hat sich eben nicht geändert, nur weil ein paar Personen ausgetauscht worden sind. Und es gibt einen Satz, liebe Freundinnen und Freunde der deutschen Bundeskanzlerin, der mehr als jede Rede, mehr als jeder Gipfelbesuch, mehr als jedes Bild deutlich macht, wo der große Unterschied zwischen uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und der CDU, CSU, der FDP und der Bundeskanzlerin liegt. Dieser Satz von Frau Merkel lautet, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Ich sage euch nein! Wir wollen einen demokratiekonformen Markt. Darum geht es bei der Rede in unserem Land. Und nicht um das Gegenteil. So viel für Rüstung aus, gemessen an seinem Haushalt, wie das Deutschland tut. Warum kümmern sich Frau Merkel und Herr Sarkozy nicht darum, statt die griechischen Renten zu kürzen, die griechischen Rüstungsausgaben zu kürzen? Das ist doch mal eine Aufgabe, wo wir alle miteinander was machen können.
nur weil es dann vielleicht die eigenen Rüstungsbetriebe betrifft und die kleinen Leute einfach mal zur Kasse gebeten werden können. Die Milliardenprogramme sind zum Abbau griechischer Schulden besser angelegt als zum Aufkauf für griechische Panzer und Raketen, liebe Genossinnen und Genossen. Auch wenn die bei uns oder in den USA dann mal irgendwie euch geahnt, das ist so. Und der zweite Spruch, den kennt ihr bestimmt alle, der war: Du sollst es mal besser haben als wir. Das kennen wir alle, denn unsere Eltern haben damit begründet, warum sie sich krumm legen. Aber sie haben auch uns aufgefordert, uns anzustrengen, damit es uns besser geht. Und das hat auch funktioniert über viele Jahrzehnte. Aber was glaubt ihr, wie viele Eltern und Großeltern heute da sind, die Angst davor haben, dass trotz der Leistung ihrer Kinder und Enkelkinder denen das schlechter gehen wird, als es ihnen gegangen ist? Weil sie nach einer guten Ausbildung trotzdem in der Generation Praktikum landen. Weil sie in der Leih- und Zeitarbeit landen. Das sind dann die jungen Leute, die Politikersprüche hören und sagen, ihr müsst Familien gründen, ihr müsst Kinder haben, was fürs Alter zurücklegen, am besten noch für Krankheit, aber selber keinen festen Job haben. Das hat Deutschland nicht groß gemacht. Deutschland ist wirtschaftlich stark geworden, weil es, was sich Leistung und Arbeit gelohnt hat. Weil ein sicherer Job die Voraussetzung dafür ist, dass man mit Lebensplanung beginnt. Und wir müssen in Deutschland endlich wieder dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt. Das geht beim Mindestlohn nur los, liebe Genossinnen und Genossen. Der Mindestlohn braucht. Ich habe keine Lust mehr, von dieser Koalition Sprüche über bürgerliche Werte zu hören. Da sollen die mal ein bisschen sehen. Kannibalistenqualität. Das passte so zur fünften Jahreszeit mit diesem Zustand der Koalition. Man kann das ja schön, im Kölner Karneval gibt es ja ein Dreigestirn, Prinz, Bauer und Jungfrau. Und könnt ihr mal raten, wer da was war? Naja, Philipp ist schon der Prinz, Horst ist der Bauer und die Jungfrau hat Angela gemimt. Und fangen wir mal mit den Bauern an, das war ganz spannend zu sehen, was so der Bauer Horst da erzählt hat. Die CSU mit ihm an der Spitze hat noch am Samstag erklärt, Gauck auf keinen Fall. Man habe sich, so hieß es dann wörtlich, aus guten Gründen gegen ihn entschieden. Das war Samstag. Einen Tag später hat Bauer Horst gerade so hymnisch erklärt, die CSU und Bayern stünden hinter Joachim Gauck. Das ist frei nach Horst Drehofer, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Aber Leute, ihr seid die Bayern. Ich glaube, wir müssen dem Joachim Gauck sagen, ja, auf die Bayern kannst du dich verlassen. Aber bei der CSU, sei vorsichtig, Junge. Da weißt du nicht, was morgen rauskommt, wenn die dir versprechen, sie stehen hinter dir. Mit Christian Ude geht's richtig los. Alles Gute. Und ich bin jetzt über 55 Jahre
SPD-Mitglied, nahezu jede Woche aktiv, aber irgendwie muss ich zugeben, so eine Versammlung habe ich noch nicht erlebt. Die bayerische SPD sei zurzeit ein Scherbenhaufen. Schaut euch an, willkommen, so einen schönen Scherbenhaufen habe ich noch nie erlebt. Die erste Sachfrage der Zukunft hat der Parteivorsitzende persönlich angesprochen. Und das ging seitenlang durch die bayerische Presse. War es, so hat er gefragt, um die Sachprobleme der Zukunft zu lösen, vielleicht doch ein Fehler, dass man vor 5 Jahren in Wildbad Kreuth den Edmund Stoiber in die Wüste geschickt hat. Und Horst Seehofer meinte ganz selbstkritisch und nachdenklich, ja, das sei ein Fehler gewesen, denn gegen eine Nummer 1 putscht man nicht. Also er weiß sicher, warum man das gesagt hat. Für diesen Gedanken kann man gar nicht genug werden in der CSU. Gegen die Nummer 1 soll man nicht putschen. Aber da kam sofort Widerspruch. Und es gab dann weitere Sonderseiten in der bayerischen Presse von früheren Parteivorsitzenden Erwin Huber. Die Älteren im Saal werden sich noch an ihn erinnern. Der war ja auch mal Parteivorsitzender und der hat dann in einem spaltenlangen Interview den Sturz von Edmund Stoiber gerechtfertigt. Und er hat zum Beispiel gesagt, das 8-jährige Gymnasium ist übers Knie gebrochen worden. Die längeren Arbeitszeiten für Beamte sind eingeführt worden, obwohl es von Stoiber vor der Wahl gegenteilige Zusagen von Wolf-Joachim Gauck zu verhindern. Und warum es noch großartiger ist, jetzt Christian Wulff durch Joachim Gauck zu ersetzen. Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Die CSU hat ja immer mehr Probleme mit der Erklärung ihrer Politik. Und im Moment ist sie hin und her gerissen. Der Parteivorsitzende, wenn ich die Passauer Neue Presse heute richtig verstanden habe, erklärt, dass es ja eigentlich die ureigenste Idee der Christenunion war, dass endlich dieser Mann der Freiheit Bundespräsident wird, während Markus Söder erklärt, dass der Philipp Rösler gar nicht genug abgewatscht werden kann für die Frechheit, den Unionsparteien eine so unerträgliche Personalentscheidung aufzunötigen. Und weil sie im Moment nicht wissen, wie sie mit diesem Widerspruch umgehen, haben sie ein drittes Feld beschritten und der Familienpolitiker der CSU erklärt, wohlgemerkt ein Mitglied des kommissarischen Präsidentenvertreters Horst Seehofer, er erklärt, dass ein präsidialer Mensch zuerst einmal sein Familienleben in Ordnung bringen muss. Das ist ja überhaupt das Höchste. Der Serenissimus Edmund Stoiber bringt für Horst Seehofer und Karl Theodor ein,
bei der Passauer Castingshow Bayern sucht den schwarzen Superstar. Und außerdem muss Horst Seehofer noch für Christian Wulff einspringen, zumindest 4 Wochen lang. Das ist vom Auftakt der christlich-sozialen Union in Wildbad Freud übrig geblieben. Eins finde ich immerhin positiv, das ist der völlig neue Respekt vor dem Alter. Es waren ja im Januar diesen Jahres, dass die christlich-soziale Union eigens ein Gesetz im Bayerischen Landtag durchgeboxt hat, gegen den Widerstand aller Kommunalen in den eigenen Reihen, dass Leute meines Alters nicht für ein Bürgermeisteramt kandidieren dürfen. Das muss ihnen ein Herzensanliegen gewesen sein. Dafür haben sie sogar Konflikte mit dem Landkreistag und dem Gemeindebund und dem Städtetag in Kauf genommen. Und der Präsident des Landkreistags hat gesagt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass das ganz versöhnliche Töne anschlagen. Ich bin wegen dieses Gesetzes überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, ich empfinde es als das höchste Kompliment, dass ein politischer Gegner einen überhaupt machen kann, wenn er offen zugibt, dass er sich eine Beendigung der Amtszeit durch freie Wahlen überhaupt nicht vorstellen kann und deswegen auf eine gesetzliche Regelung angewiesen ist. Niemals einen so schlimmen Fehler gemacht bei Fragen von Demokratie oder Diktatur oder Krieg und Frieden. Sie hat niemals einen Fehler gemacht, der sie gezwungen hätte, ihren Namen nach einer deutschen Katastrophe zu ändern. Wir haben denselben Namen wie vor 120 Jahren und können stolz sein auf diese Geschichte. Und wir müssen uns selber, aber auch der Öffentlichkeit immer wieder in Erinnerung rufen, dass die bayerische Geschichte ohne Sozialdemokraten nicht denkbar ist und nicht so verlaufen wäre. Zum Beispiel müssen wir da erinnern an Georg von Vollmar, den ich für einen der bedeutendsten Politiker des 19. Jahrhunderts und genauso müssen wir daran erinnern, dass der Freistaat Bayern sich Freistaat Bayern nennt seit dem 7. November 18, in dem der unabhängige Sozialist Kurt Eisner den Freistaat Bayern ausgerufen hat. Das war kein Werk der Konservativen und kein Werk ihrer Erben. Der Freistaat Bayern ist ein Werk, ist eine Kreation, ist eine Ausrufung durch Kurt Eisner. Eine Schande, dass das an Bayerns Schulen nicht gelehrt wird, aber dann müssen wir wenigstens daran erinnern. Natürlich ist auch an Waldemar von Knöringen zu erinnern,
der die politische Bildung im Freistaat Bayern etabliert hat, oder an Hans-Jochen Vogel, der heute noch wie ein Granitfels in der Brandung steht und Orientierung gibt, ein Politiker, auf den wir alle miteinander stolz sein können in Zeiten der Politikverdrossenheit. Die schon für ein fortschrittliches Frauenbild und für eine öffentliche Kinderbetreuung eingetreten ist, als das bei den Konservativen noch verpönt gewesen ist, weil man früher noch fanatischer für ein realitätsfremdes Familien- und Frauenbild gekämpft hat als heute. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, schon so, wie mein Vorgänger als Spitzenkandidat und mein Freund Franz Magel immer wieder gesagt hat, es ist einfach nicht wahr, dass es die CSU gewesen sei, die die bayerischen Berge ausgehoben und die Alpen aufgetürmt hat. Und es ist wirklich nicht wahr, es ist der Herrgott gewesen und nicht die CSU. Und jeder, der Bayern liebt, wie wir alle, ist deswegen noch lange nicht verpflichtet, das Mandat der CSU bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu verlängern. Richtig lag in vielen Kontroversen der letzten Jahrzehnte, kann doch im Ernst niemand bestreiten. Ich habe das zum ersten Mal miterlebt vor 45 Jahren, als ich Landesvorsitzender der Bayerischen Schülerzeitungen war. Damals hat die SPD unter Volkmar Gabert für eine moderne Erziehung zur Demokratie gestritten und die CSU die Zensur der Schülerpresse verfochten. Und so ist es bis heute. Die sozialdemokratische Opposition im Landtag, Franz Magel und Markus Rindersbacher können das bestätigen, treten jahrelang für die richtigen Inhalte ein, bevor irgendwann einmal Jahrzehnte zu spät die CSU von der Entwicklung überrollt wird und klein beigeht. Das war so bei der Kinderbetreuung. Ich habe noch in Erinnerung, wie in den 70er und 80er Jahren CSU-Politiker gesagt haben, nur eine Rabenmutter gibt ihr Kind in eine staatliche Bewahranstalt. Das war so bei der Ganztagsschule. Ich habe noch in Erinnerung, wie CSU-Politiker gesagt haben, die Kinder gehören zum Mittagessen nach Hause und nur Rabeneltern setzen ihnen keins vor. Das war so überhaupt bei der Frage der Studiengebühren. Jede sozialdemokratische Landesregierung in Deutschland hat als erstes diese Studiengebühren abgeschafft, weil sie ein weiterer Beitrag sind, um die soziale Auslese im Bildungswesen zu verschärfen. Ich sage hierzu, weil ich auch die Haltung der Grünen und der Freien Wähler kenne, die erste Amtshandlung einer sozialdemokratisch geführten Staatsregierung in Bayern wird sein, wie in anderen Bundesländern, dass die Kanzlerin mit der Lebenslüge der Konservativen gebrochen hat, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Das haben die ja jahrzehntelang wieder besseres Wissen behauptet, um nichts für die Integration tun zu müssen. Ich habe als Städtetagspräsident und als Teilnehmer beim Integrationsgipfel begrüßt,
dass man das heute anders sieht, dass heute die Integration von Menschen ausländischer Herkunft als Schwerpunktaufgabe gesehen wird. Prima, aber das ändert doch nichts daran, dass die CSU in der Vergangenheit noch bei jeder Wahlauseinandersetzung am Schluss auf ausländerfeindliche Stimmungsmache gesetzt hat, während nur auf die Sozialdemokratie immer Verlass war, wenn es um Liberalität und Toleranz im Umgang mit Minderheiten ging. Dass ausgerechnet der Niederbayer Erwin Huber immer im Landtag erzählt hat, das sei eine Frage des Marktes, die der Markt regeln muss, während die Sozialdemokratie erkannt hat, ein Internetanschluss für jeden Haushalt in Bayern, ein Breitbandanschluss mit ausreichender Qualität, ist eine Frage der Daseinsvorsorge, und da ist der Freistaat in der Pflicht und kann sich nicht auf die Marktkräfte hinausreden. Und ich stehe dazu, sonst wäre es ja nicht angestiegen bis zu einer Zweidrittelmehrheit, dass ich für meine Stadt gesorgt habe und immer versucht habe, als Bürgermeister meine Pflicht zu tun. Aber anders als die CSU behauptet, habe ich immer für die Solidarität unter den Kommunen gesorgt und den Ausgleich angestrebt. Das kann ich sogar belegen, beispielsweise beim Thema Behördenverlauf. Kein Problem, sondern ein erfreulicher Sachverhalt. Es geht Bayern wirklich gut. Wie kann man in einem Land, dem es gut geht, auf die Idee kommen, es sei Zeit für einen Regierungswechsel? Ich will Ihnen die Antwort geben. Es gibt Gründe. Trotz der guten Verfassung, in der sich Bayern wirtschaftlich und finanziell befindet, einen Wechsel zu wünschen. Nur die wichtigsten Schlagworte. Die Landesbank, die wie kein anderes Unternehmen von der CSU unmittelbar gesteuert wurde. 8 von 10 Mitgliedern des Verwaltungsrats waren CSU-Politiker. 8 von 10 hat Milliarden in den Sand gesetzt und damit die Voraussetzungen geschaffen, dass die Verschuldung des Freistaats Bayern verdoppelt werden musste innerhalb weniger Jahre. Das ist die Realität christsozialer Finanzkompetenz im Realitätstest. Und ja, hier gibt es ja Skier am laufenden Band. Und liebe Freunde, wenn dann gesagt wird, das seien halb Jahre der Finanzkrise gewesen, in der es gar nicht anders sein konnte, dann muss ich halt schon auf die Sparkasse der Stadt München und die Sparkasse von Nürnberg und die Sparkasse von Würzburg und vielen anderen Städten verweisen. Die Sparkassen haben in diesen Jahren der Finanzkrise nach den Lehman Brothers die besten Unternehmensergebnisse ihrer 150- oder 170-jährigen Geschichte erbracht. Und warum? Nur weil diese Sparkassen keine unverantwortlichen Finanzabenteuer eingegangen sind, sondern ihr Geld, das ihnen anvertraut wurde, mit Sinn und Verstand angelegt haben.
darüber kommt die CSU nicht hinweg, dass sie Finanzabenteuer zu vertreten hat, deren Kosten jetzt auf die bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abgewälzt werden. Die Söder stellen sich ja schon hin, als ob sie eigentlich den Atomausstieg erfunden hätten und nur mühsam den Roten und Grünen haben abbringen können. Es ist wirklich unglaublich, wie auf die Vergesslichkeit der Menschen gesetzt wird. Und ich möchte heute schon prophezeien, sehr bald wird an bayerischen Schulen gelehrt werden, dass die Wasserwerfer in Wackersdorf auch nur eingesetzt worden sind, um die Vorzüge der bayerischen Wasserkraft deutlich zu machen, weil damals schon die CSU auf erneuerbare Energien gesetzt hat. Der staatlichen GBW AG nur deshalb in Bedrängnis sind, weil die Kommunen vielleicht nicht eilfertig genug mit dem Geld bei der Hand sind. Das ist Wahnsinn. Und ich bitte Sie, nachdem das ganz Bayern betrifft, nicht nur München, nicht nur Nürnberg, nicht nur Augsburg, auch Fürth und Erlangen, auch Aschaffenburg und Würzburg und viele Kleinstädte in Niederbayern, beschäftigen Sie sich bitte mit dem Thema. Wie ist es denn in Wahrheit gewesen? Die staatlichen Wohnungen sind nur deshalb in Gefahr geraten, weil die Landesbank unverantwortliche Finanzabenteuer eingegangen ist und damit wortwörtlich die SPD und Christian Ude stehen für Schulden aller Griechenland, die CSU für Schuldenfreiheit. Also noch derber und deftiger kann man die Wahrheit gar nicht verdrehen. Die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Stadt München hat heute keinen Euro mehr Schulden als vor 15 Jahren. Aber die CSU-Staatsregierung hat die Schuldenlast Bayerns in diesem Zeitraum tatsächlich verdoppelt. Und die Lasten werden auf nachwachsende Generationen. Wir gewinnen, weiß ich genauso wenig wie die CSU. Wenn die CSU sagt, die SPD hat keine Chancen, dann soll sie das ruhig sagen, denn es ist genau diese Arroganz der Macht, die die Menschen in diesem Lande satt haben. Gewinnen, wie es bei der CSU in Passau vertont wird. Ich sage nur, dass wir eine Chance haben. Und ich füge ganz frech hinzu, sehr viel, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie, liebe Genossinnen und Genossen, sehr viel haben wir schon erreicht. Schaut nur in dieses Zelt. Sozialdemokratie ohne jeden Zweifel, und das war im vergangenen Sommer nicht so, die größte und stärkste Oppositionskraft im Bayerischen Landtag ist. Und wir haben schon erreicht, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger bis hin zu den Spitzenrepräsentanten
Repräsentanten der CSU. Deswegen haben sie so viel Angst und so viele Panikattacken. Einen Wechsel in Bayern realistisch vorstellen können. Es ist doch im Grunde genommen ein Witz. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie Franz Josef Strauß toben würde, wenn er das mitbekommen würde, dass die CSU sich in Wildbad Kreuth tatsächlich freudestrahlend in den Armen liegt und sagt, großartig, großartig, es gibt eine BR-Umfrage, da sind wir noch 1% vor der Opposition. Dass die Zustimmung zur SPD und der Zulauf bei Veranstaltungen zunimmt. Und da nur eine Bitte. Es ist wunderbar, wenn Sie bei der SPD zu Besuch sind. Aber noch besser wäre es, Sie würden Mitglied werden. Wir haben es wirklich nötig, dass es Zulauf und Zustimmung und Beitrittswellen gibt. Die CSU ist so materiell überlegen, dass wir es ohne Mitgliederzuwachs nicht werden bewältigen können, dann schlägt die Zustimmung auch wirklich zu Buche. Ich sehe das trotzdem gelassen und kann nur sagen, unter Franz Josef Strauß ist die CSU noch im Kreml und im Weißen Haus ernst genommen und sogar von Mao in Peking empfangen worden. Heute reicht ihre Kraft und Reichweite nur noch aus, um das Münchner Rathaus zu beschießen. Viel Glück, wir sind uns einer Zweidrittelzustimmung der Bevölkerung trotzdem sicher. Dass das übereilt oder überstürzt wäre. Nein, das ist höchste Zeit. Packen wir es gemeinsam an.